Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2 mit einem Guide, wie ihr perfekte Fälle duplizieren könnt, also vermehren könnt, ohne jagen zu müssen. Das habe ich mit meinem privaten Spielstand rein zufällig mal rausgefunden. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen und da würde ich sagen, wir beginnen gleich mal. Als allererstes braucht ihr natürlich ein perfektes Fell. Bei mir ist es zum Beispiel, ein Alligatorhaut, eine perfekte, da haben wir es, makellos. Zack, einmal auf das Auge gezielt und schon ist der Alligator tot und kann uns nichts mehr anhaben. Und damit haben wir ein perfektes Fell vom Alligator. Das tun wir jetzt noch schnell häuten. Und dann bringen wir das auf unser Pferd. So, nächster Schritt der Vorbereitung. Ihr packt das perfekte Fell hinten auf euer Pferd und lasst es da auch drauf und begibt euch dann gegen... Wow! Ja, so nicht. Volles Met gegen den Baum. So. Also, wenn euch das auch passiert, einfach Alligatorhaut perfekt wieder unten auf euer Pferd hauen. Erstmal schön gegen den Baum gerammelt. Nice. Ja, aufspringen, wenn das Pferd kackt, ist natürlich auch eine Lösung. So, dann, wie gesagt, als nächstes, wenn ihr das auf euer Pferd hin drauf gehauen habt, begebt ihr euch zu euer Lager. In dem Lager braucht ihr die Lagererweiterung, den Stall, den ihr natürlich ab Kapitel 3 in eurem, in dem Lagerbuch erwerben könnt. Also ihr braucht auch einen Stall und begibt euch dorthin. Euer Pferd muss nicht direkt mit dort am Stall sein. Es reicht, wenn ihr zu eurem Stall geht, zu eurer Pferdestation, drückt dort ein Steuerkreuz nach oben und tauscht euer Pferd mit dem rechten Steuerkreuz aus. Bei mir ist es der weiße Araber. Ich hatte vorher den schwarzen Araber und ihr seht, der weiße Araber hat kein Fell hinten mehr drauf. Dann tauschen wir das wieder zurück. Da ist unser schwarzer Araber. Der hat wieder natürlich unser perfektes Fell hinten drauf. Und dann gehen wir nochmal in die Pferdestation, holen jetzt nochmal unseren weißen Araber und sehe da, dieser hat plötzlich auch ein perfektes Fell hinten drauf, beziehungsweise hat er ein Fell hinten drauf, was wir sogar runterschmeißen können, weil es einfach nicht drauf liegt. Dann tauschen wir die Pferde wieder aus, holen den schwarzen Araber. Und sehe da, er hat das perfekte Fell hinten immer noch drauf fest und das andere Fell liegt immer noch am Boden. Und da könnt ihr es auch lesen, Alligatorhaut perfekt. So, das könnt ihr dann erstmal hier im Lager irgendwo hinlegen, am Boden. Das wird dann erstmal zwischengelagert in eurem Lager. Zack. So, da legen wir es hin. Wir sind ein Stück weiter weg von unserem Stall. Rennen dort nochmal rüber und zeige ich euch das Ganze nochmal. Unser schwarzer Araber hat immer noch die perfekte Alligatorhaut drauf. Pferdestation aufrufen. Wir holen unser weißen Alligator. Diesmal hat er schon die Alligatorhaut drauf. Und man sieht, dass das nicht wirklich auf dem Pferd hinten drauf ist. Wenn das Pferd sich bewegt, bewegt sich das Fell nicht. So, wir tauschen das Ganze nochmal aus. Zack. Und unser schwarzer Araber hat plötzlich wieder zwei Fälle hinten drauf. Eins, was perfekt drauf ist, das andere liegt einfach nur verpackt mit dabei. Wenn man daran geht, fällt es runter und wir können es aufheben. So. Ja, wir können es aufheben, wenn das Pferd jetzt hier nicht so blöd stehen würde. Na, das. Zeig's euch aber, dass das geht. Man muss nur im richtigen Winkel stehen. Da. Aufheben. Zack. Wir können das aufheben. Das Original ist immer noch auf unserem Pferd. Wir können es im Lager wieder ablegen. Da wird es wieder zwischengespeichert. Und wir können wieder zurück zu unserer Pferdestation gehen. Zum Pferdestall. Wie gesagt, unser schwarzer Araber hat immer noch hinten die Alligatorhaut drauf. Wir tauschen es aus wieder gegen unseren weißen Araber. Dieser hat wieder auch eine Haut hinten drauf. Wir tauschen wieder zurück zu unserem schwarzen Araber und auch der hat diesmal wieder zwei Häute. Eins, das Original drauf liegt und das andere, was hiermit dupliziert worden ist. Das könnt ihr wieder aufheben
Und es bleibt beim Perfekten. Ihr könnt es auch immer sehen bei den Einblendungen. Es bleibt bei einer perfekten Haut. Und unser Pferd hat gerade in der Luft gestanden. Warum auch immer. Und das könnt ihr so quasi immer weitermachen. Und ja, euch immer generell perfekte Felle duplizieren. Und damit sind wir auch schon am Ende mit diesem Duplizierungsglitch zu Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren und gleich die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr sofort Informationen, sobald es eine neue Folge auf meinem Kanal gibt. An dieser Stelle bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und noch viel Spaß mit meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.